Grüße Gott, ich grüße euch. Heute sind wir in dem wunderschönen Aachen und besuchen heute mal die unser Hobbit, denn die hat hier ihren Kuraufenthalt. Ich bin da! Ja, da ist genau. Feuer, ja. Ich freue mich schon, ihr da seid. Dann unternehmen wir mal jetzt jede Menge, um zu sehen. Ja, und schauen. Ja? Und dahinter steht aber auch noch jemand. Sie ist endlich wieder da und ich freue mich total, wir sind wieder zurück. Kommt mal mit. Wo bringst du uns denn jetzt hin? Jetzt sind wir hier in Aachen und wie geht's weiter? Jetzt gehen wir mitten in der Stadt. Doch. Gucken wir mal. Heute ist der Tag der offenen Tür. Nein! Doch. Shoppen! Shoppen? Ja, ich hab kein Geld. Ach, macht nix. Ich hab zu Hause gelassen. Wie immer, das ist nicht schlecht. Kriegen wir hin. So, und das ist der Beweis, dass wir wirklich in Aachen sind. Denn wir stehen hier vor dem bekannten Aachener Dom, oder wie du es nennen würdest. Ich kann schon Aachen. Und was sagt das Hobbit? Ja, kann man so sagen, ne? Ist einfach mal ein bisschen kleiner, aber so gehört halt nach Aachen. Ja. Wie der Kölner zum Köln gehört, ne? Ja. So, mal sehen, was wir hier noch finden. Hobbit, was macht man hier so in Aachen? Faulenzen, deine Gymnastik, den du machen musst. Oder was du machen solltest. Nee, was macht man in deiner Kur? Was macht man hier in Aachen? Achso. Viel spazieren gehen. Und viele schöne Sachen an sich angucken. Zum Beispiel, was man den von vorne sieht. Okay. Okay. Ja. So, ist halt, ne? Nein, ist egal. Okay, du fühlst. Ja, ne? Ja, klar, du fühlst dich hier rundum wohl, ja? Bis gleich. Wir gehen die große Hobbithöhle, oh. Ja, alles. Sechster Stock, sagst du? Ja, das ist der letzte Stock. Ich glaube, das Ding nicht hängen. Leute, oh nein. Arbeitet mal dran. Nein, dann dürfen wir oben klettern. Kein Lust. Wir wollen uns doch mit diesen Horrorgeschichten da, ne? Nein, nee, was für Horrorgeschichten? Was hast du für Horrorgeschichten? Nein, die müssen jetzt auch steigen. Das ist das Hobbitzimmer. Ja! Hier verbringt sie ihre Zeit. Nee, verstecken! Wow! Sie hat einen Fernseher. Ey, das muss man haben hier. Und sie hat ein cooles Bett. Sweet Luxus, Leute. Luxusbett. Meine private Musik hier. Und zwei Mann gehen was auch hast du da? Ne? Ja, genau. Was? Für zwei Mann gehen hier auch gut zu Not, ne? Nein, schlag das mal ganz schnell aus dem Kopf. Was hat sie denn für eine Aussicht? Aber was wir heute machen, heute gehen wir auf die Suche, auf die Kirche, einen Kuhschenk für den Hobbit. Das ist ihre Aussicht, schaut es euch an. Und da ein Kuhschatten dabei ist, dann mache ich auch was. Ja klar gehen wir heute auf den Kuhschatten. Das ist meine Musik. Ja, noch eine weiter. Alles gut. Und hier tut Hobbit lesen und keine Ahnung. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Mein Terminplan für morgen. Ja, lest doch mal vor. Dienstag. Ja, lest nicht so schnell, lest doch mal vor. Donnerstag? Ja, Donnerstag. Freitag. Kein Sonntag. Sonntag frei. Yay! Und Sonntag? Kann ich mich erholen. Party bei Hobbit. Ist jetzt Schluss? Außer, das ist ein Hobbitbett, dann machen wir mal so. Wenn er gleich muss, ich aber auf dem Klo machen, weil der Klo ist ja auch wirklich hoch. Und weiter? Und dann gehen wir hier so spazieren. Okay. Manchmal tun Stücke besprechen, so an der Zahl, dann haben wir einen Zettel. Welche Uhrzeit erscheinen sollen. Und dann gehen wir natürlich dahin. Oder dahin. Ach, mal sehen. Ich bin nur unterwegs. Ja, ist ja gut. Verrostest du nicht. Und jetzt sind wir jetzt dafür unser Körper gehen. Ach nee, Hobbit. Das ist der Notausgang, da ist der Notausgang. Das machen wir. Das ist ein gutes Gespräch. Oh, nicht so Geld zu machen. Ja.
Wollte ich gerade sagen, hier ist das gelbe Zimmer mit den Seerosen. Was ist hier? Was ist hier? Das Haus ist verbunden worden. Ja. Das Klinikum ist verbunden worden. Ja, schon mitbekommen. Hast du immer gesehen? Wer ist denn das? Das ist mein Teufelchen, der Wein. So, der Wein ist Teufelchen. Okay. Man sagt ja immer Teufel. Boah. Aber der kann heulen. Sag mal, willst du uns jetzt irgendwie zecken oder was? Wir waren doch eben nach oben. Hälfte essen. Ich glaube, es müssen erwachsen, also müssen viel trinken. Was schon haltes? So, darf nicht gucken. Ey, was soll das denn? Wieso trinkst du anders als andere? Genau. Schmeiß mal das einfach in den Müll. Wäre das nicht jetzt besser ein schönes Kölsch? Ein schönes Kölsch. Ja, komm, lass uns runtergehen. Da ist auch mehr los. Ja, dann sind wir jetzt weg. Ja. Was geht es mit dem Hobbit? Wohin? Schützenfest. Schützenfest. Nein. Habt ihr eben Schützen gesehen? Ja, aber das zeigt eher, wie man mit dem Gewehr umgeht oder so. Das ist doch das Schützenfest. Das ist das Schwimmbad. Aha. Yay. Mal reingehen. Aber für unsere Männer, für die Oldtimer-Fans. Richtig schick, oder? Das ist der Blinker. Aha. Dann hat der Beifahrer hat den mal eben schön rausgezogen und dann sind die abgebogen. Ah ja. Ach cool, guck von innen. Sneaker, oder? Und dann gehen die Türen immer noch so auf. Halleluja. Ja. Aber die gibt es ja langsam heute wieder bei anderen Autos. Bei den neuen geht dann auch. Ein alter Mercedes, schaut ihn euch an, ist das nicht cool? Guck mal, da hat es aber nur einen Spiegel gegeben. Der andere musste immer den Kopf aushalten. Genau, Hobbit. Es hat immer nur einen Spiegel gegeben. Perfekt. Wunderschön. Ja. Und jetzt sind wir von, na, wer kennt die noch? Wer kennt die noch? Ich. Dann sag mal was drüber. Schön lackiert. Also ich kann da noch nichts drüber sagen, weil ich ja in der Pampas gelegen habe. Erzähl mal mehr davon, komm, du weißt was. Guck mal da. Nein, erzähl doch einfach mal. Nein, zum Beispiel Baujahr 1979 ist der. Hat, Hubraum ist 4200 Kubik, PS 225, wow, richtig. Das ist 6. Wow. Für so einen alten? Ist das doch nicht schlecht. Hobbit. Klar, die geht sich ein Auto für den Regenschirm. Jetzt sind wir hier bei Dudu, den Käfer, oder hieß er Herbie? Käfer, ja, den kennen wir doch. Ne? Dudu, ja. Herbie, irgendwie sowas. Passt auch rein. Guck mal, das ist Platz. Ja. Wie hieß der nochmal? Herbie, Dudu? Herbie, ja. Ja, Hobby, die Zeit jetzt schon den Käfer. Wow, da könnt ihr es auch ablesen. Cabrio, Käfer Cabrio. Wow. Schnieke. Du kannst gleich schon Käfer machen. Ja. Dann ist es aber nicht Dudu. Auf jeden Fall. Ja, die sind toll. Super.
lass das mal ein bisschen. Also wer vorne in den Motor reinguckt, ne, der ist falsch. Ja, ich weiß. Ja. Der hat den Kofferraum, schon klar. Ich glaube 6 Zylinder. War auch schon gut. Boah, ist der cool. Cool geschnitten, Leute. Wir verstehen dich nicht, musst du herkommen. Wow. Kannst du so reingucken? Ja, habe ich doch schon. Das war jetzt blöd, das wollte ich jetzt nicht. Richtig toller Wagen, oder? Ja. XK 120. Ja. Okay, du bist ja. Nein. Ich bin schon groß. Was hast du denn da für einen leckeren Kakao? Ja, ein Kakao mit leckerer Sahne. Das ist Kakao, oder? Dann machst du das immer so zuerst. Dann machst du immer so. Erstmal die Sahne, die leckere Sahne. Ist das kein Süßchen? Cassie ist am Schwimmen. Einmal am Arena, einmal Zettel. Sie wird gefüttert. Genau, und einmal Vanille. So nett ist das Hobby zu mir. Nochmal. Nee, lass mal. Ja, warum denn? Nee, lass gut sein. Nein, nein, nein. Lass gut sein. Ja, es ist richtig lecker hier. Und schön gemütlich, ne? Heute lassen wir es uns gut gehen, Aachen. Was machst du wieder für ein Chat? Schluss. Aus. Heute lassen wir uns ja richtig gut gehen, oder? Ja, ja, denke ich mal. Genau. Nein, Mutti. Nein, Mutti. Ich bin hier am Rumbageln, ne? Oh. Die hat wieder nur Scheiße im Kopf. Dann ist die Schokolade, die sprung ab. Was war in der Schokolade drin? Was ist drin, Kessi? In der Schokolade? Ich habe nicht gefunden. Nein, wir meinen, was ist in der Erdbeer drin? Keine Ahnung, irgendwas, was sie nicht verträgt. Eine Erdbeerdroge? Hobbits. Das ist ein schönes Bild in Hobbits Zimmer. Schaut es euch genau an. Das ist Hobbits Zimmer. Aber wir haben ja nicht nur ein Bild. Hier gibt es ja noch eins. Richtig schön aufmunternd. Hier ist richtig ein Ort, wo man sich erholen kann. Bei der Räume ist ja groß, kann ich nicht sagen. Was sagst du? Bei der Raum ist groß, aber mir ist es zu kalt hier. Irgendwie fehlt hier was. Ja. Hier gibt es ein bisschen Leben im Raum. Die Wände, also das weiß ich nicht. Nee. Aber das Bett ist cool. Ja. Nein, wir sind hier nicht in einem Krankenhaus, wir sind hier in einer Kurklinik in Aachen. Mhm. Wo Hobbit ihre Kur macht. Wo sie sich erholen soll. Aber sie hat etwas Positives. Es gibt einen Fernseher. Ja. Und eine Lampe. Wo? Ja. Was ist das? Eine monische Lampe. Eine richtig geniale, tolle Lampe. Und hier, sie hat Obst. Vielleicht nicht mehr. Hobbit, sieh dir das genau an. Das ist Nutella. Das war ein Teller. Nein. Nein, 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 das machen wir nicht. Vor allem, weil sie jetzt gerade weg ist. Sie kann futtern. Genau. Hobbit futtert und lässt uns hier zurück. Ja, und so. Aber es muss ja so sein. Wie der Nutella ist noch da. Da liegt es. Hey. Hobbit-Nutella. Ja. Der große Starke. Genau, und was macht die Walli da? Was machst du denn? Das macht die Walli extra für euch. Nein, für mich. Naja, ja. Ja? Und das ist der Beweis, Hobbit hat auch einen Spiegel. Das ist schön. Genau. Das ist ein großer Raum. Ja, da haben es große Räume, kann man schon sagen. Ja. Da pflegt alles nur. Ja. Die Wände, ob es fehlt, ihr Leben, ihr fehlt Blumen, ihr fehlt. Ja, ich würde sagen, hier fehlen Blumen irgendwie. So Deko-Zeug. Ja, Deko, ein bisschen Blumen.
Und ich sagte, ja, haben Sie schön, wenn das Holz, hier ist alles aus Holz und hier wird es plötzlich, da ist kalt und eine kalte Wand. Und dann braucht man das Bild, aber das geht gar nicht. Dann konnte man nicht ein schönes geblümte Bild mit ganz tollen Blumen malen, mit vielen Blumen reintun und dann, oder ein paar Bäume oder irgendwie so ein Naturbild da im Ton. Krank, das ist also tot, finde ich. Aber trotzdem hoffen wir, dass sie sich erholt. Ja, denke ich schon. Weil die Umgebung ist ja schon mal sehr gut. Genau. Die Anwendungen, sagte, sind sehr gut. Ich denke einfach mal, man kann nicht alles haben. Eben. Man muss auch Abstriche machen. Ich muss euch auch was Schönes zeigen. Auf jeden Fall eine total tolle Aussicht, oder? Mhm. Doch, die Aussicht ist sehr schön. Ich sage ja, das entschädigt schon wieder, ne? Ja. Die Aussicht entschädigt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist eine total schöne Aussicht und mit einer kleinen Terrasse, wo sie ein bisschen beobachten kann. Mhm. So, hat sie die Nase. Ja, da sind Bäume. Was will man im Meer? Mhm. Kirchturm. Oder was? Was? Der hier? Mhm. Ja, Kirchturm. Also Ausblick hat sie zu Genüge. Das, wir wollen ja auch mal was Positives zeigen im Hobbitsleben. Ja, genau. Und sie weiß gar nicht, dass wir jetzt am Film sind. Eine Viertelstunde ist in der Stadt, in der Innenstadt. Genau. In 20 Minuten ist sie in der Altstadt. Ja. Genau. Und lecker Eis kann sie auch gut essen. Ja, Eis kann sie sehr gut essen. Also wenn ihr mal in Aachen seid, müsst ihr hier Eis essen gehen, oder? In der Nähe der Kurklinik. In der Nähe der Kurklinik, genau. Ja, wunderschönes Eisgeschäft. Kaffee. Die super nett, das Eis schmeckt nach Eis, es schmeckt cremig, sahnig, es schmeckt so nach Wasser. Genau. Aber ich fand's toll. Ich auch. Und Hobbit fand ihren Kakao auch ganz toll. Ja, mir tut er. Genau. Weil Hobbits eben so sind, die müssen ganz viel essen. Mhm. Die kommt gleich. Ja, die ist am Futtern. Mir wird's kalt. Hi, wir machen jetzt. Das ist unser Schluss. Ich will mich jetzt verabschieden. Jetzt bist du. Das geht ja gar nicht. Geh weiter rüber. Sag mal, tschüss. Was? Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Aha, warum singst du das? Das steht da auf eurem Rechner, Mensch. Daumen hoch. Ah ja, aber ich denke abonnieren, ne? Ja, abonnieren. Und nicht nur liken, abonnieren. Ne? Okay. Ciao. Ciao. Ciao.